Erling Braut Haaland. Spätestens seit seinem fulminanten Aufstieg bei Borussia Dortmund kennt ihn jeder. Inzwischen ist er aber nicht nur der wahrscheinlich berüchtigtste Stürmer bei Manchester City oder in der Premier League, sondern sogar auf der Welt. Manche sehen in ihm sogar einen neuen Ronaldo oder sogar Messi oder zumindest einen neuen Ibrahimovic. Trotz all dem ist aber über sein Privatleben gar nicht so viel bekannt und das, obwohl Haaland auch privat ein ziemlich außergewöhnlicher Mensch ist. Genau aus diesem Grund zeigen wir euch in diesem Video das verrückte Leben von Erling Haaland. Wir beleuchten seine abgefahrene Vergangenheit, aber auch seinen heutigen Lifestyle. Es wird also spannend und ziemlich außergewöhnlich, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit einem Blick in Haalands Vergangenheit, denn die ist tatsächlich voller Überraschungen. Haaland, der mittlerweile für Norwegens Nationalmannschaft spielt, wurde nämlich am 21. Juli 2000 in Leeds geboren. Ganz genau, Haaland ist eigentlich englischer Staatsbürger. Der Grund dafür ist, dass sein Vater Alf Inge Haaland ebenfalls ein erfolgreicher Profifußballer war, der bei Leeds und Man City eine solide Premier League-Karriere hinlegte. Aus diesem Grund hätte Haaland also auch genauso gut für die englische Nationalmannschaft spielen können. Stattdessen entschied er sich als Jugendlicher jedoch für das Heimatland seiner Mutter aufzulaufen, Norwegen. Denn auch seine Mutter war eine erfolgreiche Sportlerin, die in Norwegen regelmäßig Landesmeisterin im Turnen wurde. Ganz abgesehen davon zog seine Familie, als er 3 Jahre alt war, auch nach Bryne, eine ländlich geprägte Kleinstadt an der norwegischen Küste mit gerade einmal 12.000 Einwohnern. Auch wenn die ganze Familie Haaland schon immer extrem sportlich war, blieb der größte Sportler der Familie jedoch Erling selbst. Bereits mit 5 Jahren waren seine Fähigkeiten so außergewöhnlich, dass er damals einen bis heute gültigen Weltrekord aufstellte. Und zwar sprang er bei den norwegischen Bundesjugendspielen aus dem Stand 1,63 Meter weit. Weiter als jeder andere 5-Jährige jemals auf dieser Welt. In seiner Familie spielte Sport also eine große Rolle, sodass er mit viel Bewegung und Förderung aus dem Bereich des Leistungssports aufwuchs. Trotzdem war lange Zeit nicht klar, ob der kleine Erling wie sein Vater einmal Profifußballer werden würde. Als Kind war er nämlich ebenso einer zweiten Sportart verfallen, und zwar dem Handball. Seine damaligen Trainer sagen heute rückblickend sogar, dass der junge Haaland als Kind dermaßen talentiert war, dass aus ihm auch ein großer Handballer hätte werden können. Aber obwohl sich in Haalands Kindheit und Jugend vieles um Sport und Fußball drehte, gab es noch 2 weitere Dinge, die ihn fast vom Weg zum Profifußballer abgebracht hätten. Zum einen war Haaland nämlich ein begeisterter Rap- und Hip-Hop-Fan, allerdings nicht nur in seiner Freizeit. In seiner Jugend ging diese Leidenschaft nämlich sogar so weit, dass er sich mit ein paar Freunden zusammentat, um Rapper zu werden. Sie gründeten eine Band namens Flow Kings und nahmen einige Songs und sogar ein Musikvideo namens Kai Go Yo auf. Aber hört selbst. Aber nicht nur die Musik spielte eine große Rolle in Haalands Leben. Durch das Leben im ländlichen Norwegen entdeckte Haaland als Jugendlicher nämlich auch seine Leidenschaft für die Landwirtschaft. Schon früh half er deshalb bei Landwirten aus, fuhr Trecker, fällte Bäume mit der Kettensäge und hatte laut eigenen Aussagen sogar schon den Plan B, Landwirt zu werden, wenn es mit dem Profisport doch nicht klappen sollte. Übrigens will er deshalb auch nach seiner aktiven Karriere wieder auf einen Bauernhof ziehen. Aber wie kam es bei all diesen Ablenkungen und bei einer Jugend in einer winzigen norwegischen Stadt überhaupt dazu, dass Haaland doch noch Profi wurde? Das lag unter anderem auch an Haaland selbst. Bereits mit 5 Jahren begann er in seiner Heimatstadt beim Bryne FK zu spielen und versuchte, seinen großen Vorbildern Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic nachzueifern. Obwohl er mit 5 Jahren also bereits Vereinsfußball spielte, war sein Weg zum Profi trotzdem noch ein sehr langer. Vor allem hatte er als Kind nämlich mit seiner Physis zu kämpfen. So war er alles andere als zweikampfstark und musste sich deshalb gelegentlich sogar abfällige Kommentare seiner Mitspieler gefallen lassen. Diese Kränkungen sorgten letztlich jedoch nicht nur dafür, dass er irgendwann ganz anders gefördert wurde, sondern auch zu den wohl verrücktesten Trainingsmethoden aller Zeiten griff, aber dazu später mehr. Die entscheidende Wendung in Haalands Laufbahn kam dann mit 15. Eine Schlüsselrolle spielte dabei sein damaliger Trainer Alf Ingve Berntsen.
Berntsen erkannte nämlich, dass Haaland vor allem eine unfassbare Technik hatte und außerdem fassbaren Siegeswillen mitbrachte. Aus diesem Grund bot er ihm nicht nur seinen ersten Profivertrag an, er förderte ihn auch individuell und erstellte ihm einen Trainingsplan, mit dem Haaland vor allem seine Stabilität und seinen Oberkörper trainieren sollte. Aus dem dünnen Jungen aus Breine wurde so Stück für Stück der durchtrainierte Erling Haaland, den wir heute alle kennen und der sich gegen jeden noch so harten Verteidiger durchsetzen kann. Bei Breine FK sorgte Haaland aber auch wegen anderer Dinge für Aufsehen, und zwar wegen seiner Fröhlichkeit. Laut seinen ehemaligen Trainern war Haaland schon damals nicht nur ein Scherzkeks, der anderen gerne Streiche spielte, sondern auch in jeder Situation absolut höflich und gut gelaunt. Egal wo, mit ihm gab es immer etwas zu lachen. Bei Breine trainierte er außerdem in gemischten Teams aus Jungen und Mädchen und arbeitet zusätzlich im Vereinscafé. Beide Erfahrungen sollen ihm extrem geholfen haben, seine sozialen Skills zu verbessern und ohne Angst auf neue Leute zugehen zu können. Aber vor allem das Training mit Mädchen stellte sich Jahre später für Haaland als ein echter Glücksgriff heraus. Aber dazu später mehr, denn nur ein Jahr nach diesem Wendepunkt sollte Haalands Karriere dann so richtig in Fahrt kommen. Und zwar hatte damals niemand Geringeres als die TSG Hoffenheim Interesse an dem damals 16-jährigen Haaland. Der einzige Grund, aus dem dieser Transfer 2016 nicht zustande kam, waren die Gehaltsvorstellungen von Haaland selbst. Anstatt wie gefordert 5.000 Euro pro Monat zu zahlen, bot Hoffenheim nämlich nur 2.000. Eine Entscheidung, die sie im Nachhinein vermutlich bitter bereuen. Statt zu Hoffenheim wechselte Haaland 2017 dann zum norwegischen Konkurrenten Molde FK und von dort 2019 zu Red Bull Salzburg. In Österreich spielte er zwar gerade einmal 16 Partien, da er jedoch 17 Tore schoss und zeitgleich für Norwegen eine Top-Leistung nach der anderen ablieferte, kam er auf den Radar von Clubs wie Manchester United oder Real Madrid. Umso überraschender war es, dass er sich damals stattdessen für den BVB entschied und dort in gerade einmal 2 Jahren zur absoluten Vereinsikone wurde. Mittlerweile spielt er bekanntlich für Manchester City und ist dort auf dem besten Weg, früher oder später Weltfußballer zu werden. Nachdem wir nun also einen Blick auf den Werdegang von Haaland geworfen haben, kommen wir zu einem Teil, der mindestens genauso interessant ist, und zwar sein derzeitiges Leben. Denn als Profi lebt Haaland einen wirklich außergewöhnlichen Lebensstil. Ein erster außergewöhnlicher Aspekt seines heutigen Lebens ist seine Ernährung. Pro Tag nimmt Haaland etwa 6000 Kalorien zu sich, nur um in Form zu bleiben. Aber nicht nur die Menge, die er isst, ist extrem kurios, sondern auch was er isst. Laut seinen Mitspielern isst er nämlich statt Salat, Obst und Gemüse vor allem Schafsleber, Kuhherzen und allgemein viel rohes Fleisch. Eine Ernährungsform, die auch als Paleo-Diät bezeichnet wird. Allerdings ist Haaland, was seine Ernährung betrifft, auch nicht allzu streng und hat in Interviews schon zugegeben, ab und zu auch Pizza, Döner oder Lasagne zu essen, die sein Dad ihm übrigens auch oft vor Spielen kocht. Neben der Ernährung ist tatsächlich auch die Religion nicht unwichtig für Haaland. Durch seine Familie und seine Jugend im christlichen Norwegen ist Haaland nämlich ein bekennender Christ, obwohl es tatsächlich das hartnäckige Gerücht gibt, dass er Moslem sei, aber das hat Haaland inzwischen dementiert. Eine weitere Sache, die in Haalands Leben eine große Rolle spielt, ist die Mode. Immer wieder fällt er durch komplett abgefahrene Ganzkörperanzüge von seinen Lieblingsmarken Balenciaga, Off-White und vor allem Supreme auf. Darüber hinaus ist er auch persönlich mit Designern befreundet und ließ sich sogar schon für Modemagazine ablichten. Noch dekadenter wird sein Luxusleben jedoch, wenn man seinen Fuhrpark betrachtet. Allerdings sind nicht unbedingt sein Audi RS6 Avant für 100.000 Euro, sein Range Rover Sport für 99.000 oder sein Mercedes GLE Coupé spannend, sondern die Art, wie er sie fährt. Trotz oder gerade wegen seines jungen Alters kam Haaland nämlich schon mehrmals in Konflikt mit dem Gesetz. So soll er nicht nur angeblich mit 17 Jahren 3 Wochen nach Ablegen der Prüfung seinen Führerschein wegen zu schnellem Fahren schon wieder verloren haben, aktuell ermittelt die englische Verkehrsbehörde sogar ganz offiziell gegen ihn. Der Grund dafür ist, dass er mit seinem Handy am Steuer seines 300.000 Euro teuren Rolls-Royce von mehreren Polizeikameras gefilmt wurde. Generell ist Haaland privat ein ziemlicher Lebemann, der vor allem gerne und viel feiert, auch wenn er dabei nicht immer in den Club reinkommt, wie man in diesem Video sehen kann.
Wenn er es aber doch reinschafft, ist er sich nicht zu schade, ganz normal mit den restlichen Besuchern zu feiern. So ging unter anderem dieses Video viral, in dem er seinen Abschied aus Dortmund ganz normal in einem unspektakulären Club feierte. Der Abschied aus Dortmund zeigte zudem noch eine ganz andere Seite an ihm. Und zwar, wie großzügig er sein kann. Er spendet nicht nur regelmäßig hunderttausende Euro an Kinderheime und Krankenhäuser in seiner Heimatstadt Breine, sondern bedankte sich auch bei seinen BVB-Kollegen und den Mitarbeitern des Vereins. Bei seinem Abschied erhielt deshalb jeder Spieler eine individuell gravierte Rolex und jeder Teammitarbeiter eine Omega-Uhr im Gesamtwert von über 500.000 Euro. Abgesehen vom Finanziellen läuft es aber auch privat bei Erling Haaland. Denn auch wenn man außer den bereits erwähnten Fakten kaum etwas über sein Familienleben weiß, hat er seit einiger Zeit eine Freundin, und zwar die 19-jährige Isabel Haugseng Johansen. Sie lernte Haaland nämlich bei seinem Jugendverein Breine FK kennen. Bis heute spielt seine Freundin übrigens bei Haalands Jugendclub und sorgt so dafür, dass er stets eine Verbindung zu seiner Heimatstadt hat. Aber trotz Haalands ausgefallenem Privatleben wird sein aktueller Lifestyle natürlich vor allem vom Fußball geprägt. Auch was sein Training angeht, weicht Haaland dabei aber von der Norm ab. Deshalb wollen wir zum Abschluss noch auf Haalands unfassbare Trainingsmethoden eingehen. Einem Mythos zufolge soll er bereits als Kind Wettrennen gegen Pferde gelaufen sein, um seine Geschwindigkeit zu verbessern. Zwar ist nicht belegt, ob das stimmt, seine Trainingsmethoden sind heute jedoch mindestens genauso weird und das genaue Gegenteil von denen anderer Profis. So legt Haaland statt auf Technik oder Pass- und Schusstraining fast ausschließlich Wert auf seine Kraft. Seine Priorität ist dabei vor allem, seinen Gegenspielern körperlich überlegen zu sein. Er verwendet vor allem Gewichte und macht regelmäßig sogar Kampfsport, um noch robuster und stärker zu sein. Dass ihm das gelingt, wird spätestens dann deutlich, wenn er auch die härtesten Gegner in der ohnehin schon körperbetonten Premier League mühelos wegrennt.